Der Michael Frick bin. Was? Ah, du bist? Ich hätte dich gar nicht gekannt. Ja, du bist wirklich verdammt schwer zu erreichen. Lass, es ist nicht so einfach. Nein, natürlich sind die Aktien bei mir, aber ich muss ja meiner Frau. Nein, weißt du, ich muss ihr ja erklären. Ich muss ja den richtigen Moment abwarten. Lass, ich habe gesagt, dass das klappt mit diesen Aktien und das halte ich auch. Du kannst. Ja, gut. Also, mach das, machen wir später. Bis dann, ciao. Er ist also doch hinter unseren Aktien her. Wer? Du, der Dr. Hüppi ist da bei Johanna. Wir sollten vielleicht einmal. Du willst also nicht darüber reden. Gut, dann sage ich mal Herr Dr. Hüppi guten Tag. Ich glaube, er tut dir so gut. Guten Abend, Dr. Hüppi. Herr Hüppi langt. Auf Wiedersehen, Johanna. Auf Wiedersehen, Herr Hüppi. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie erleichtert wir sind. Sie müssen sich natürlich schon im Klaren sein, dass Ihre Mutter nicht gesund ist. Ein Magengeschwür kann sehr unangenehm sein und Spassen ist damit auf keinen Fall. Schonung braucht sie auf jeden Fall. Eine Ernährungsumstellung? Kein Nachtschattengewächs vorläufig? Wie ein Nachtschattengewächs? Also wir wären an einer genaueren Diagnose interessiert, Herr Dr. Hüppi. Die Krankheit hat natürlich immer einen höheren psychosomatischen Anteil. Wie meinen Sie das? Dass Sie sich auch fragen, was Ihr das Geschwür erzählen will. Aber ich muss jetzt auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Kommen wir dann morgen wieder. Da würde ich nicht mal meinem ärgsten Find wünschen. Bitte mischen Sie sich nicht in unsere Familienangelegenheiten, ja? Martin. Hallo zusammen. Sorry, tut mir leid. Aber ich habe mich schon fast so gefühlt, wie ich zur Familie gehören. Das ist kein Wunder, Sie sind auch schon lange genug da. Er ist eine Woche da, Papi. Er kann in der Julia in ihrem Zimmer wohnen, solange sie in dem bierweichen Klassenlager ist. Da könntest du mir übrigens noch einen Lappen pumpen. Sag mal, spinnst du eigentlich? Ein Lappen? Und die Wohnung als Hotel, wo man ein- und ausgeht, wie es einem passt? Wer zahlt das eigentlich? Du oder ich? Er hat recht, Thomas. Du könntest wenigstens fragen, wenn er jemand so lange bei uns wohnt. Um das geht's, hä? Wer zahlt? Hast du gehört, Lucky? Das ist das Einzige, worum es geht in meiner Familie. Dass jemand so in Not kann sein, dass man einfach etwas macht, ohne an das Geld zu denken. Moment mal, Thomas. Was für eine Not? Hm? Wer ist in Not? Hat ihn jemand gezwungen, mit diesen Drogen anzufangen? Sag! Hat sie jemand gezwungen? Es gibt Menschen, die haben keine Wahl, Herr Lütti. Keine Wahl? Das ist jetzt absolut das Größte. Martin, wir besprechen dir das alles in Ruhe, wenn meine Mutter wieder weg ist, okay? Wir können das ruhig jetzt besprechen, das macht mir nichts. Mama, wie geht's dir? Ja, es geht sehr gut. Lucky? Ja? Du brauchst Geld, nehme ich an. Sicher braucht er Geld. Was meinst du, warum ich die Omega geschenkt habe? Die Omega kannst du nicht behalten, Lucky. Das ist ein Geschenk von Thomas, seinem Grossvater. Dem wollen wir nicht wehtun. Für was braucht er das Geld? Zum Drogen kaufen. Jawohl, Herr Blocher. Weil er keine Arbeit hat und eine neue Existenz aufbauen will. Und nimm, hier hast du ein bisschen Geld. Das ist für dich, Lucky. Das soll dir Glück bringen. Geile Grossmutter, hä? Der geile Grossmutter geht es aber nicht so gut. Ich glaube, ich kann ein bisschen ablegen. Es wäre vielleicht gut, Sie würden an einen anderen Arzt. Also ich meine, das ist doch kein Magen. Bitte mischen Sie sich nicht ein! Auf Ihre Diagnose können wir verzichten. Sorry. Käferli, jetzt muss ein vernünftiger Doktor her. Ja, der Doktor Hüppi, der wünscht dir nicht mal meinen ärgsten Find. Du musst noch jemand wohnen, sonst bist du sofort wieder auf der Gas. Eure Familie. So etwas habe ich mir immer gewünscht. Was? Geht's noch? Doch, ehrlich. Was machst du da? Ich gang. Das ist echt besser. Bitte, Lucky. Ich will nicht, dass du einfach so verschwindest. Wo willst du denn hin? Ich finde schon etwas. Lucky, bitte. Also, ciao. Und merci für alles. Keine Idee. Echt? Spitzenidee. Was? Hättest du mich unter dem Bett versteckt? Nein, noch nichts anderes. Ich gehe es abklären. Warte schon da. So, bitte, der Whisky für Sie. Da, für Sie. Hey, das ist ja eine Überraschung. So ein seltener Gast. Was verschafft mir der? So ehrlich gesagt, brauche ich Hilfe, oder? Von mir? Ich bin mausarm, Thomas. Kein Geld. Los zu. So ein Freund von mir, einem, der es hundsmiserabel schlecht geht, sucht für ein Weile einen Unterschlupf. Er hatte mal ein Drogenproblem. Ein Junkie? Also bitte, Thomas. Du, kann ich noch eine Stange haben?
Ja, komm mal gerade. Er ist in ärztlicher Behandlung, voll unter Kontrolle. Ehrlich gesagt bin ich mit so Problemhäufen schon genug eingedeckt. Ja, klar, aber... Sorry, die späte Störung, aber Sie wissen ja sicher, warum ich da bin. Natürlich. Möchten Sie noch ein Bierli? Nein, ich will kein Bier, ich will jetzt die Miete. Und zwar in einer Woche. Sonst ist das endgültig fertig. Ich habe genug Anwärter, die froh wären. Herr Schwarz, ich bin mit dieser Dame verwandt. Aha, sagt man dem jetzt so? Ihr Neffe, Thomas Lüthi, Blanc, von Chocolat Blanc, falls Ihnen das etwas sagt. Ah ja, und? Wenn meine Tante sich im Moment in einem Engpass befindet, könnte ich ihr vielleicht behilflich sein. Also, Bargeld habe ich nicht gerade da. Aber ich gebe Ihnen einfach mal etwa ein halbes Jahr Miete im Voraus. Und wenn es so gut wäre, die Omega da anzunehmen, als Pfand, sozusagen, so viel wie die wert ist. Omega? Schön. Aber wer sagt mir, es ist keine Fälschung? Das können Sie überprüfen. Nimmt mir den Teufel wunder, woher so ein junger Trübel wie du eine solche Uhr hat. Ein Erbstück, ich traue mich noch ungern. Aber zu meiner Tante helfen, wenn sie so gut werden, mir noch würde Quittung ausstellen. Gut, ich will sie überprüfen. Aber ich sage auch eins. Wehe, das ist eine Fälschung. Und ich könnte schön froh sein, dass ihr einen Dummen gefunden habt. Du spinnst, Tom. Du spinnst. Merci viel, viel, viel mal. Du bist der Beste. Nicht für ungut. Hoffentlich hilft's. Apropos helfen, wegen dem Lucky. Reden wir nochmal. Okay. Aber sicher. So, nicht so vor. Wir wollten doch den Song noch üben. Komm, steh jetzt auf. Ich hätte nicht so viel Zeit zu mir. Ich steh das Buff. Ja, zeig dich. Sag mal, Thomas, was soll das ganze Buff in meinem Zimmer? Sali, Julia. Sali. Sag, Thomas. Es gehört einem Freund. Ich denke, solange du im Klassenlager bist, kann er bei dir peinen. Ja, und ich? Hättest du mich wirklich zuerst fragen können? Beruhig dich, Schwester. Heute schlaft er wieder bei mir. Und ich? Wo schlafe ich? Ich habe gedacht, also vorläufig wieder bei dir, solange er... Das hast du doch extra so eingerichtet. Ich merke es doch schon lange. Weichst du mir immer aus in letzter Zeit? Immer! Rum das Zeug aus meinem Zimmer, Thomas. Nachher. Lotta, lass dich zu. Das stimmt doch nicht, dass mit dem Ausweichen. Mal. Alles ist wichtiger als ich, alles andere. Der Lucky ist, ich muss ihm wirklich helfen. Ja, ja. Jetzt einfach schon die 197. Ausrede. Weißt du, dass ich gegangen? Lotta, morgen. Ich verspreche dir, morgen üben wir den ganzen Tag. Mir ist es auch wichtig, das weißt du genau. Danach gehen wir zusammen zu Nacht essen. Also Thomas, morgen. Wir üben aber wirklich. Ja, Thomas Lüthi. Du, wie geht's? Was morgen? Ist das so dringend? Thomas, wenn es nicht wirklich wichtig wäre, würde ich dich sicher nicht so fest bitten, morgen vorbeizukommen. Das geht sicher gut. Wenn man irgendetwas machen könnte, soll ich den Termin absagen? Nein, du kannst ihr jetzt auch nicht helfen. Eine Tochter, die in so einem Moment nicht bei der Mutter ist. Und der Baby lässt mich auch nicht an sich her. Es stöhnt höchstens über die Misere im Geschäft. Weil er nicht über Gefühle reden kann. Wie allmann. Was du alles weißt, mein Schatz. Ade miteinander. Lotta, ist etwas? Ach. Lotta! Ach, der Kopf, verdammt sein. Was ist los? Es ist sauer, weil er versprochen hat, morgen mit ihr zu üben. Jetzt muss ich zu der Großmutter ins Spital. Wo musst du her? Zu Johanna, sie hat angerufen, sie will gerne mit mir reden. Mit dir? Ist das dein Ernst? Ja. Aber warum hat sie denn nicht mich? Sie wollte mir zeigen, dass sie nichts von mir erwartet. So ist sie schon immer gewesen, so grauenhaft bescheiden, dass man von Schuldgefühl fast umkommt. Sie will dich nur schonen. Ich will aber nicht geschont werden. Ich will etwas für sie tun. Ich will, dass sie mich endlich einmal braucht und das auch sein. Aber wenn es darauf ankommt, hat sie mich schon immer abgelehnt. Immer schon als Kind. Komm oben ab, Mama. Nein, komm ich nicht. Vielleicht hat sie ja recht. Schau mich doch an, was habe ich schon geleistet. Hat sie mich jetzt tot für das blöde Marketing? Komm mit gar nichts durch beim Papa, vergessen alles und habe überhaupt keine Zeit für meine Kinder.
Die Lehrer habe ich auch vergessen, Julia. Macht nichts. Du, es ist ja mal ein zu viel. Ja, und dann noch der. Er bleibt nicht mehr lang. Und er kann jetzt wirklich nichts für das ganze Chaos. Martin kommt viel weniger heiz, um die Nachtzeit da ist. Ist euch das nicht aufgefallen? Wegen Lucky? Meinst du es im Ernst? Keine Ahnung, wo er jetzt wieder steckt. Hallo, Julia? Ja, ich habe mir dich anders vorgestellt. Wie? Ja, viel... Ich mir dich auch. Nicht so hübsch. Ja, ich kann schon wieder absitzen. Vielen Dank fürs Zimmer und für alles. Es ist so schön bei euch. Ich hätte nicht mehr gewusst, hierhin. Ja, aber du siehst gar nicht so aus, als ob es dir so dreckig geht. Schlecht genug. Dreckig genug. Ah, ja, ich verstehe. Glaube ich nicht. Aber lieb bist du trotzdem. Ah, Sally Maya. Hey, komm rein. Hey, Julia. Du, ich wollte eigentlich... Ist der Thomas nicht da? Nein, der ist bei Johanna im Jura. Sie wird heute operiert. Das ist aber schon ein Schatz. He? Kümmert sich um alle. Ja, nun, log. Vielleicht kannst du mir helfen. Ich suche einen Babysitter. Und Thomas hat mir so von einem Typ erzählt, wo... Sind Sie das? Babysitter? Lucky. Grüezi. Sie sind der Freund von Thomas, wo... Ein Job und eine Unterkunftswächter. Das sonst noch einiges. Einiges? Geld, menschliche Wärme, der Sinn vom Leben. Genau. Ich suche nur einen Babysitter für meinen Sohn und zahle kann ich nicht. Aber sie könnten bei uns wohnen für ein Zeitchen. Ich mache sofort den Wickelkurs. Das musst du nicht. Der Pascal ist schon groß. Und weil man nie weiss, also ich meine, es könnte ja sein, dass ich nicht mehr erwache. Das weiss eigentlich Grossmama sicher nicht mehr. Es könnte sein, sage ich ja nur. In diesem Fall möchte ich, dass du dem Grossvater beistehst. Dass er das Gefühl hat, dass etwas weitergeht und dass sein Leben noch einen Sinn hat. Das kann ich doch nicht. Du weißt doch, wie viel Hoffnung er auf dich setzt und dass er dich früher in den Betrieb holen will. Johanna. Wenn jetzt die schwierige Zeit auf ihn noch zukommt, dann kann es ihm helfen, wenn er ein bisschen mit dir über die Zukunft plaudern kann. Das hilft ihm, vorwärts zu denken. Verstehst du? Ja. Klar verstehe ich das, aber versteht ihr doch auch mal mich. Wie? Die? Ja. Ich könnte nie in so einem Betrieb arbeiten. Das würde mich überhaupt nicht interessieren. Und auf Saint-Croix leben, das würde mich mega anschiessen. Mega anschiessen? Jean-Jacques. Ja, Grossvater, es tut mir leid. Aber ich kann nicht immer so tun, als ob... Das ganze Zeug, das passt einfach nicht zu mir. Ich will nicht wie meine Eltern werden. Ich will mit dieser ganzen Geschäftswelt nichts zu tun haben. Du studierst doch? Ökonomie? Ja, was auch. Ich bin eingeschrieben an der Uni. Das ist alles. Oh, sorry. Es tut mir so leid. Ich kann das auch nicht jetzt besprechen. Alles so gut vorbereitet für dich. Der Owner hat dir ein Zeit unter seine Verdienung. Das ist jetzt Wurst. Du bist ganz sicher, Thomas. Ich weiß, dass du dich für Musik interessierst. Aber was willst du einmal machen, im Ernst? Später? Irgendetwas mit Musik. Etwas Sinnliches. Etwas Sinnliches? Ja, vielleicht. So ein Schlappschwanz. So ein Versager. Hau ab, Thomas. Ich will dich im Moment nicht sehen. Bitte gang. Viel Glück, Johanna. Alles Gute. Also. Ciao, Thomas. Und merci fürs Kommen. Einen Weg. Jean-Jacques, es ist doch besser, wenn er die Wahrheit sagt. Ja, natürlich. Nimm es nicht so zu Herzen. Ja, nicht, nimm es nicht zu Herzen. Gar nicht. Das ist nur nachher.
Gut geht bei dir. Aushängen ist mir wurscht.